Ja, gibt es zum Stoff von heute Morgen noch irgendwelche Fragen? Waren ja auch wieder ein paar neue Kleinigkeiten dabei. Das kommt dann meistens erst, wenn man die Übung gemacht hat. Ja, okay. Gut, also dann machen wir weiter. Dann schauen wir uns kurz das Pumping-Lemma für reguläre Sprachen an. Das ist ein zum einen einfach ein Fakt, aber zum anderen auch ein ganz hilfreiches Werkzeug, das wir auch gleich anwenden werden. Also schauen wir uns kurz an, was ist das Pumping-Lemma für reguläre Sprachen? Ja. Dann machen wir schnell erst einmal ein Beispiel an der Tafel und dann schauen wir es uns an. Also, ich habe eine reguläre Sprache mit folgenden Produktionsregeln. Zum Beispiel A, Pfeil, AA und A, Pfeil, Epsilon. So, daraus kann ich ganz easy ableiten. A, Pfeil, AA und jetzt kann ich beliebig oft diese Regel anwenden. So, also beliebig viele kleine A's kann ich so erzeugen durch diese simple rekursive Regel. Ja? So. Ja. Machen wir noch ein weiteres Beispiel. Ja, wir modifizieren die Grammatik ein bisschen. Machen wir sie ein bisschen komplexer. Wir nehmen jetzt noch dazu wie ist denn das? Ja. Diese rekursive Regel. Ja, nehmen wir einfach eine Regel dazu. S-Pfeil B C und C Pfeil D A und S sei das Startsymbol. So, wenn wir jetzt mit dem Startsymbol S starten, dann können wir Folgendes ableiten: B C, dann das C können wir durch, also dann kriegen wir B D A. Und jetzt können wir in diese rekursive Regel reingehen, so oft wir wollen. B, D, A, A, Pfeil, B, D, A, A, A und so weiter. B, D und dann haben wir zwei A's haben wir gehabt, genau, und jetzt können wir aufhören. Mit der Regel A, Pfeil, Epsilon landen wir hier. So. Und wir könnten natürlich jetzt noch beliebig lang weitermachen. Beliebig lang A's da hinten dran hängen. Und damit können wir jetzt für diese Sprache Folgendes sagen. Wir können eine ganz allgemeine Aussage machen. Und zwar die Aussage: An jedes Wort, das mindestens die Länge 2 hat, kann ich da hier beliebig viele A's hinten noch dran pumpen. Ja? Deswegen heißt das, was wir hier gleich sehen, Pumping-Lemma. Ja? Vielleicht tun wir es sogar noch ein bisschen weiter verallgemeinern. Genau. Wir ändern jetzt hier noch ab mit dem Epsilon. A, Pfeil B, Groß B
und Groß B Pfeil Epsilon. Dann würde das jetzt, dann könnte man hier nicht aufhören, sondern wir würden hier nur kriegen B Groß B. Und jetzt könnte man aufhören. Dann hätten wir B, D, A, A, B. Ja? So. Das wäre jetzt ein mögliches Wort, das wir ableiten können mit dieser Grammatik. Wie schaut die Menge aller Worte aus? Können Sie die mal beschreiben, die wir mit der Grammatik ableiten können? Wie unterscheiden sich alle anderen Worte von dem Wort? Beliebig viel Ast dazwischen. Genau. Wir können praktisch hier rein beliebig viele weitere A's noch reinpumpen. Ja? Und das ist die Idee, das ist die Idee hinter dem Pumping Lemma. Also wir können, sobald wir irgendwie so eine rekursive Regel haben, irgendwo in der Mitte drin das Ganze aufpumpen. Wir können das nicht garantiert am Anfang machen, weil da gibt es vielleicht so ein endliches Anfangsstück, das ich erst einmal auffüllen muss und dann beginnt der rekursive Teil. Und genauso kann es hinten auch noch so ein Endstück geben, das dann immer kommen muss. Weil wir können ja mit dieser rekursiven Regel nicht einfach aufhören, sondern wir müssen dann, wenn wir aufhören wollen, müssen wir diese Regel anwenden und die sagt uns, ihr müsst erst mal ein B hinschreiben. Und dann kannst du aufhören. Okay, das ist die Idee hinter dem Pumping Lemma. Und jetzt verstehen wir vielleicht auch das hier besser. Genau. Ableitungen, die mehr Ableitungsschritte als Nonterminale besitzen, benutzen mindestens ein Nonterminal mehrfach. Ja, ist klar. Also, wenn die Ableitung, die ich mache, länger ist als die Zahl der Grammatikvariablen, die ich habe, dann muss ich mindestens eine Regel mehrfach verwenden, ist ja klar. So, das heißt, ich kann dann zum Beispiel sowas ableiten, ich habe ein Anfangsstück mit irgendwelchen Terminalsymbolen, das nennen wir U, und jetzt steht hier hinten dran diese Variable A. Ja? Und wenn wir jetzt mal annehmen, das U hier wäre schon so lang wie die Zahl der Variablen, die wir haben, ja, dann muss ich hier schon irgendwann eine Variable wiederholt anwenden. Ja? Zum Beispiel eine rekursive Regel mit diesem A hinten dran. Und diese rekursive Regel mit dem A hinten dran, die liefert mir hier jetzt so ein Zwischenstück V. Ja? Also ich komme, wenn ich von der Zeichenkette zu der Zeichenkette kommen kann, dann habe ich offenbar irgendwie so eine Rekursion angewendet. Weil ich habe hier A stehen und da einen Satz Terminalsymbole und wieder das A. Wenn ich das machen kann, von hier nach da kommen, ja, dann kann ich natürlich auch hergehen und das Gleiche nochmal machen. Genau den gleichen Satzregeln, die ich hier angewendet habe, um das zu produzieren, kann ich hier natürlich nochmal machen. Weil da steht ein A genauso wie da oben. Ja? Also kann ich das V hier praktisch nochmal da reinschreiben. Ja? Und das haben wir Sigma J plus 1 bis Sigma K. Ah ja, ne, sorry. Also, ist zwar richtig, was ich gesagt habe, aber ich kann ja eventuell auch terminieren. Das wäre jetzt der Fall, dass ich sage, ich gehe in diese Regel rein und schreibe dann hinten das B dran. Ja? Und das wäre das hier. Wenn ich jetzt wirklich terminieren will und ein fertiges Wort hinschreiben, dann folgt halt hier noch so ein Reststück. Genau. Aber dieser Mittelteil, das ist das Wichtige, dieses V, das kann ich dann hinterher
beliebig oft wiederholen und aufpumpen. Weil, wie gesagt, was ich von hier bis hier gemacht habe, das kann ich natürlich beliebig oft wiederholen. Weil was ich mit dem A tun kann, kann ich mit dem A auch wieder machen. Genau. So, jetzt komm. Ja, also sprich neben, also wenn ich UVW habe, sowas, dann kann ich auch UV hoch PW erzeugen. Ja? Weil wenn ich das V einmal erzeugt habe, kann ich es auch beliebig oft erzeugen. So, oh, dieses Telefon, das müssen wir mal abschaffen hier drin. Ich rufe sie nachher in der Pause an. Okay. Und hier haben wir jetzt das Pumping-Lemma als Satz stehen. Ja? Pumping-Lemma für reguläre Sprachen. Für jede reguläre Sprache L existiert ein J aus den natürlichen Zahlen, sodass sich alle Wörter Omega aus L, deren Länge mindestens J ist. Also dieses mindestens J entspricht diesem Anfangsstück. Ja? Ab einer bestimmten Länge erst geht es. Ja? Deren Länge mindestens J ist. Die lassen sich in folgender Form darstellen, nämlich das Wort lässt sich schreiben als UVW, also bestehend aus diesen drei Teilen, ebenso ein Anfangsstück, ein Mittelteil und ein Endstück. Und das Mittelteil, das darf nicht leer sein, heißt es. Muss mindestens ein Zeichen lang sein. Und dieses Anfangsstück, also UV, diese Länge hier, die ist kleiner gleich J. Genau. Ja. Wenn das alles gegeben ist, dann ist mit diesem Wort Omega auch, also mit dem Wort UVW, auch das Wort UV hoch IW in der Sprache enthalten. Ja? Für beliebige Potenzen von I. Also, ja, ich meine, ist klar, diese Aussage hier, die besagt ja, ich kann das Mittelteil, diesen Mittelteil beliebig aufpumpen. So. Ja, nicht jede Sprache, die dieses Lemma erfüllt, ist regulär. Schauen Sie, das ist so eine Wenn-Dann-Aussage. Wenn die Sprache regulär ist, dann kann ich aufpumpen. Aber es ist keine Äquivalenz. Also nicht immer, wenn ich aufpumpen kann, handelt es sich um eine reguläre Sprache. Ja? Also das kann durchaus sein, also sowas, das kann ich natürlich auch für nicht reguläre Sprachen machen. Also das gilt nur in einer Richtung. Wenn die Sprache regulär ist, hier, das ist die Voraussetzung, dann gilt die Aussage von dem Lemma. Die andere Richtung gilt nicht notwendigerweise. Aber was gilt ist, wenn diese Bedingung von diesem Lemma hier nicht erfüllt ist, dann wissen wir, das ist keine reguläre Sprache. Ist das klar? Das liegt einfach an der Kontraposition. Ich meine, das Lemma hat eine Struktur A, Pfeil B. Also das ist jetzt eine logische Implikation. Wenn A, dann B. Das ist natürlich äquivalent zu nicht B, Pfeil A. Ja? Und das ist das, und so werden wir das Lemma auch gleich anwenden. Ja? Also wenn das hier nicht erfüllt ist, das heißt, ich habe eine Sprache, wo das mit dem Aufpumpen eben nicht geht, dann habe ich bewiesen, dass das keine reguläre Sprache sein kann. Und das wird jetzt ein interessantes Werkzeug sein, um nachzuweisen, dass bestimmte Sprachen nicht regulär sind. Na. Was ist denn da los? Jetzt muss ich ja nur zweimal drücken. Okay.
Und jetzt haben wir gleich den entsprechenden Satz, den wir jetzt mit Hilfe von dem Pumping-Lemma beweisen werden. Die Sprache LC2, und die kennen wir schon, das ist die Sprache A hoch N, B hoch N, also NAs gefolgt von NBs, und das haben wir ja aufgeschrieben gehabt, das ist eine Typ-2-Sprache, die nicht Typ-3 ist. Ja, das ist eine kontextfreie Sprache, die aber nicht regulär ist. Und genau das gilt es jetzt zu beweisen mit dem Pumping-Lemma. Das heißt, wir schauen uns jetzt die Aussage von dem Pumping-Lemma an und zeigen, dass das nicht gilt, und dann wissen wir, die Sprache ist nicht regulär. So. Ja. Also wenn diese Sprache LC2 eine reguläre Sprache wäre, dann müsste ja das Pumping-Lemma gelten. So. Das heißt, dann müsste so ein J existieren, sodass sich jedes Wort mit mindestens dieser Länge in der Form UVW darstellen lässt, mit V größer gleich 1 und UV kleiner gleich J. So, und jetzt, wir zeigen jetzt, dass das für diese Sprache nicht gilt. Ja? Also wenn die jetzt regulär wäre, müsste es so ein J geben. Und dann könnten wir quasi das Pumping-Lemma anwenden auf diese Sprache. Und wir nehmen jetzt das Wort. Das kann ich jetzt auswählen, wie es mir passt. Ja? Also wie gesagt, wenn die regulär wäre, dann gäbe es so ein J. Ja? Und ich nehme jetzt dieses Wort. A hoch J, B hoch J. Das heißt, und das ist ja aus dieser Sprache. Das heißt, ich nehme hier so viele A's, dass das diesem praktisch langsam halt Pumping-Lemma für alle Wörter, die mindestens die Länge J haben. Ich meine, ist klar, das hat mindestens die Länge J, das ist sogar 2J lang. Ja? Und dieses Anfangsstück, die Länge von diesem Anfangsstück muss kleiner gleich J sein. Dann nehmen wir das, passt auch. A hoch J ist kleiner gleich J. Ja, und daraus folgt, weil ich das jetzt so gewählt habe, dass der Mittelteil, nämlich das V, nur aus A's bestehen kann. Weil das UV hat ja genau diese Länge. Ja? Also muss dieser Mittelteil des V nur aus A's bestehen. Wunderbar. Ja, und jetzt nehmen wir unser Pumping-Lemma und pumpen auf. Das heißt, dann gehört auch das Wort UV2W auch zur Sprache. Genau das ist ja die Aussage vom Pumping-Lemma. Und UV war ja dieses A hoch J. Ja? So, das heißt, wir haben das A hoch J und dann pumpen wir irgend so einen Teil, also von diesen JAs, die nacheinander stehen, sind hier einige, nämlich V-Mächtigkeit Stück, die wiederholt werden. Dann haben wir A hoch J, danach kommt A hoch Mächtigkeit von V. So, und damit, man sieht es auch hier schon, damit haben wir ein Wort erzeugt, was in dieser Sprache nicht drin ist. Das heißt, das kann nicht sein, dass diese Voraussetzung gilt, dass die Sprache regulär ist. Ja? Weil wenn die Sprache regulär wäre, die hier, dann wäre auch das aufgepumpte Wort immer noch in der Sprache drin. Okay. Also ist ein ganz nettes Werkzeug, mit dem wir beweisen können, dass Sprachen nicht regulär sind. Ja. Ich meine, was wir ja schon, oder? Langsam haben wir das überhaupt, haben wir das gezeigt, dass diese Sprache Typ 2 ist, dass das eine kontextfreie Sprache ist? Nö, das haben wir noch nicht. Wie könnte man denn das machen? Wie kann ich zeigen, also gegeben ist diese Sprache A hoch N, B hoch N. Wie beweisen wir, dass die Typ 2 ist? Was ist da wirklich der direkteste, naheliegendste Weg?
Weisen also Typ 2 ist und nicht Typ 3. Darum geht es nicht. Außerdem geht es gar nicht. Wir können niemals beweisen, dass eine Sprache Typ 2 ist und nicht Typ 3. Ach so, doch, sorry. Sorry, das haben wir gerade. Ich habe gerade an Typ 1 gedacht. Das haben wir ja gerade gemacht mit dem Pumping-Lemma. Mit dem Pumping-Lemma haben wir gerade eben bewiesen, dass die Sprache nicht Typ 3 ist. Also vielleicht sollten wir uns das Mengenbild nochmal vor Augen führen. Also, wir haben hier Typ 3 Sprachen und dann hier außenrum ist Typ 2. So. Und da außenrum ist wiederum Typ 1. Bis jetzt haben wir bewiesen, dass unsere Sprache, ja, genau, was haben wir denn gerade eben bewiesen? Ah, wo ist denn die farbige Kreide schon wieder? Da unten, da ist der Kaffee. Ah ja, danke. Was haben wir bis jetzt bewiesen, wenn wir das Mengendiagramm anschauen? Dass wir nicht Typ 3 sind. So ist es, und das bedeutet in dem Bild? Dass wir noch alles andere sind. Genau, also wir sind, bis jetzt haben wir bewiesen, wir sind irgendwo hier außerhalb. Jetzt müssen wir noch beweisen, dass wir Typ 2 sind. Ja, und wie machen wir das? Dass die linke Seite einer Produktionsregel ausschließlich aus einer einzigen Variable besteht. Genau. Ja, also dass wir eine Grammatik angeben können, bei der auf der linken Seite immer nur eine Variable steht, mit der wir alle diese Worte herleiten können. Okay, also, Vorschläge. Wie sehen diese Grammatikregeln aus? Mit Typ 3 Regeln geht es nicht. Ich meine, mit so Regeln wie A, Pfeil A, A. Gut, ich mache mal einen Versuch. A, A. A, Pfeil. B, B. Und B, Pfeil, B, B. Und B, achso, sorry, Groß B, ja, und Groß B, Pfeil Epsilon. Wie wär's denn damit? Damit können wir zuerst hier zum Beispiel 10 kleine A's erzeugen, dann wechseln wir auf die Variable B, erzeugen uns 10 kleine B's und hören auf. Wir können uns auch nur 8 kleine A und 10 kleine B. So ist es. Also, diese Symmetrie, die wird dadurch nicht garantiert. Das ist das Problem. Und ich meine, die Grammatik hier, die reguläre Grammatik, die kann sich nicht merken. Die kann ja gar nicht wissen, wie viele A's da schon sind. Ja? Und deswegen kann ich... Ja? So, das heißt, ich brauche irgendwie komplexere Regeln, die dafür sorgen, dass für jedes A genau ein B erzeugt wird. Und umgekehrt auch. So, ja, wie machen wir das? A, Pfeil. Also Groß A, genau. Pfeil. Pfeil A. Kleiner A, Groß A, dann Groß A, Klein B und dann noch Groß A, Pfeil, leeres Wort. Genau. Jawohl, das ist es. Wozu man die Mitte eingefügt? Genau.
Und wir müssen immer gleich viele A's wie B's erzeugen. Das ist die, damit haben wir bewiesen, diese Sprache A hoch n, B hoch n ist Typ 2. Und vorhin haben wir schon bewiesen, es ist außerhalb von Typ 3. Also jetzt mal das Bild doch nochmal. Also das ist Typ 2. Da haben wir Typ 3. Und damit ist gezeigt, wir sind tatsächlich in diesem Randbereich. Das ist das Interessante. Ja? Also das ist jetzt eine echte Typ 2 Sprache. Die nicht irgendwie trivialerweise hier drin liegt. Okay, gut. Was hat denn der Laptop? Das ist ja furchtbar. Irgendwie, der blättert nicht mehr gescheit. Okay. Ja, jetzt reden wir gleich mal über reguläre Ausdrücke. Reguläre Ausdrücke, das ist eine alternative Beschreibungsmöglichkeiten für Grammatiken und damit auch für Sprachen. Und zwar, die regulären Ausdrücke, die sind nur für Typ 3 Sprachen. Darum heißen die ja reguläre Ausdrücke. Für Typ 2 gehen die nicht mehr. Aber für Typ 3 Sprachen haben die viele Vorteile, weil, wir werden es gleich sehen, weil wir wesentlich kompakter und einfacher Typ 3 Sprachen beschreiben können. Und zwar, hier geht es gleich los mit der Syntax. Ja? Also, für ein beliebiges Alphabet ist die Menge der regulären Ausdrücke über dem Alphabet induktiv durch folgende regulären Ausdrücke, folgende Regeln definiert. Nämlich der leere Ausdruck und das leere Wort sind reguläre Ausdrücke. Ja? Dann ist Sigma ist eine Teilmenge der Menge der regulären Ausdrücke, das heißt nichts anderes als jedes Alphabetszeichen allein ist ein regulärer Ausdruck. Und dann, wenn ich zwei reguläre Ausdrücke habe, R und S, dann sind auch RS, also die Konkatenation dieser beiden regulären Ausdrücke, und der hier, nämlich R oder S, reguläre Ausdrücke. Außerdem ist mit R auch Klammer auf, R Klammer zu und R Stern ein regulärer Ausdruck. Bis jetzt ist es nur Syntax, jetzt müssen wir dem Ding natürlich noch eine Bedeutung geben. Ja, nämlich die von R erzeugte Sprache, L von R. Wenn wir die definiert haben, dann wissen wir, was die Semantik ist von den regulären Ausdrücken. Also, L von dem leeren Ausdruck ist die leere Sprache. L von dem leeren Wortausdruck ist das leere Wort. L von einem Zeichen A ist, also die Sprache enthält das Wort A. L von RS ist L von R konkateniert mit L von S. Und das wissen wir ja schon von heute Morgen. Was ist die neue Sprache, die entsteht, wenn wir zwei Sprachen konkatenieren? Was heißt es, zwei Sprachen zu konkatenieren? Für Worte ist es klar und für Sprachen? Genau. Ja. Also wir ziehen das quasi runter auf die Wortebene. Genau. L von R oder S ist L von R vereinigt mit L von S. Ist auch absolut plausibel, das so zu definieren. Dann L von Klammer auf R Klammer zu ist das gleiche als R von L von R ohne die Klammer. L von R Stern ist L von R und den Stern außen hin. Was ist das nochmal? Und das ist die Kombination der Wörter.
Ja, genau. Also R Stern ist ja. Ach so, ja, ne, ich meine, sorry, das. Also das wollen wir ja gerade definieren. Was soll R Stern bedeuten? Ja? Das heißt, wir müssen nur über die rechte Seite reden. L von R und dann den Stern hinten dran. Das ist ja, ich habe eine Menge gegeben, Menge von Worten. Und der Sternoperator, der erlaubt mir jetzt, beliebigen neue Worte zu erzeugen, indem ich alle aus der Menge nehme und hintereinander dranhänge, beliebig. Ja. Okay. Ja, und jetzt kommt hier eine interessante Aussage. Jede reguläre Grammatik besitzt einen äquivalenten regulären Ausdruck. Das heißt, beide erzeugen dieselbe Sprachklasse L3. Das, ich meine, das beweisen wir hier nicht, aber das muss man natürlich beweisen, dass wir quasi dadurch die Menge der Sprachen, die wir beschreiben können, ist genau die gleiche wie die, die wir mit Chomsky Typ 3 Grammatiken beschreiben können. Okay, jetzt gibt es für reguläre Ausdrücke noch eine erweiterte Syntax. Also, ich meine, das ist wieder das gleiche Spiel, wie was ich am Morgen schon gesagt habe. Wir versuchen in der theoretischen Informatik unsere Definitionen immer so schlank wie möglich zu halten. Ja? Also hier die Syntax regulärer Ausdrücke, da gibt es genau diese Fälle und das war's. Ja? Und damit kann ich jede reguläre Sprache beschreiben. Allerdings ist es in der Praxis wesentlich komfortabler, wenn wir uns nur ein paar weitere Konstrukte gönnen. Ja? Die machen es uns viel einfacher, die Sprachen zu beschreiben, aber wir werden nicht mächtiger. So, und diese zusätzlichen Konstrukte, das geht hier los. Also da gibt es zum Beispiel das Punktsymbol. Ja? Damit ist dann gemeint, ein beliebiges Zeichen kann an der Stelle stehen. Das brauchen wir nicht unbedingt, aber das macht uns das Leben natürlich viel einfacher. Ja? Zum Beispiel, wenn ich jetzt nehmen wir mal ein konkretes Sigma gleich A, B, C, D. So, und jetzt nehme ich den regulären Ausdruck A.B. Der steht für alle Worte, die mit A anfangen und mit B aufhören und irgendein Zeichen dazwischen haben. Wie würden wir die zugehörige Sprache beschreiben ohne den Punktoperator? Also der Ausdruck ist semantisch äquivalent zu welchem ohne Punktoperator? Mit regulären Ausdrücken jetzt? Ja. Dann alle aufzählen, oder? A, A, B. Genau. A, B, B. Ja. A, A, B. Oder A, B, B. Oder ACB oder ADB. Ja, so. Können wir auch eine eckige Klammer und eine positive Liste? Ja, aber wir wollten ja jetzt zeigen, dass der Punktoperator unsere Grammatik nicht ausdrucksstärker macht. Wir bleiben immer noch in Typ 3. Ja? Und das gilt übrigens für alle zusätzliche erweiterte Syntax. Die macht uns nicht mächtiger, nur sie macht es komfortabler. Ich kann viele Ausdrücke wesentlich einfacher beschreiben. Ist doch klar, das ist doch viel kürzer und eleganter, als das hier hinzuschreiben. Okay, dann eben hier, ich kann so mit eckigen Klammern
quasi eine Menge von Zeichen angeben. Also zum Beispiel könnte ich jetzt schreiben A, eckige Klammer auf, B, C. So. Und das ist jetzt wiederum äquivalent zu A, B oder A, C. Genauso kann man eine Negativliste angeben, das heißt, ich kann all das angeben, was nicht drin sein soll. Ja? Ich meine, klar, das wäre jetzt zum Beispiel, wäre das hier äquivalent zu A, B, C, nicht A, D. Okay, dann... Klein- oder Großbuchstabe, Unterstrich. Das ist mir jetzt gar nicht ganz klar, was das sein soll. Ziffer, Sonderzeichen, Leerraum. Leerraum. Ja, also offenbar steht eckige Klammer auf, klein w, eckige Klammer zu, für einen Buchstaben oder ein Underscore. Und Groß W steht für Ziffer, Sonderzeichen, Leerraum. Ja, gut, okay. Aber das ist jetzt eigentlich völlig unwichtig, weil wir machen ja ohnehin Theorie. Und in der Praxis ist es nämlich so, je nachdem, welches Betriebssystem oder Tool oder was Sie benutzen, unterscheidet sich das dann am Ende doch nochmal ein bisschen. Okay. Ja, dann so Wiederholungsoperatoren. Genau, dann Zeichen oder Symbolmenge, Leerzeichen und so weiter. Okay, hier nochmal Beispiele. Also zum Beispiel diese Sprache AB hoch N. Ein regulärer Ausdruck dafür würde zum Beispiel so aussehen. AB, Klammer auf, AB Stern. Oder natürlich noch eleganter. Wäre AB, runde Klammer, plus. Oder auch hier, A hoch JB, A hoch IB hoch JC hoch K. Das würde man dann schreiben als A plus B plus C plus. Oder eben so AA Stern, BB Stern, CC Stern. Okay, ja, jetzt kommen wir quasi zu diesen Fragen, die ich schon angekündigt hatte. Und die Antworten auch jetzt ohne Beweis haben wir hier aufgelistet in dieser Tabelle. Also das Wortproblem, die wichtigste Frage für reguläre Sprachen. Antwort lautet ja, ist entscheidbar. Das heißt, es gibt einen Algorithmus, der für beliebige Eingabe nach endlicher Zeit anhält und sagt, das Wort gehört zur Sprache oder nicht. Den Beweis, den tue ich Ihnen jetzt noch vorenthalten, der wird demnächst kommen, wenn wir über endliche Automaten reden. Weil die endlichen Automaten sind ein Werkzeug, die sehr effizient das Wortproblem für reguläre Sprachen entscheiden können. Leerheitsproblem ist entscheidbar, Endlichkeitsproblem und Äquivalenzproblem, alle sind entscheidbar. Und genauso auch, also lautet auf alle diese Abschlussfragen die Antwort ja. Das heißt, die Vereinigung von zwei regulären Sprachen ist wieder regulär, der Durchschnitt zweier regulärer Sprachen ist regulär, das Komplement von zwei regulären Sprachen ist regulär, das Produkt von zwei regulären Sprachen ist regulär und die klinische Hülle einer regulären Sprache ist wieder eine reguläre Sprache. Vielleicht sollten wir hier Produkt, den Begriff haben wir vorher noch nicht definiert, aber wir sehen es eigentlich hier und wissen sofort, was gemeint ist.
ist L1, L2. Also das ist ja die Konkatenationssprache. Das heißt, das ist die Sprache, die besteht, wenn ich ein beliebiges Wort aus L1 nehme und hinten dran ein beliebiges Wort aus L2 dranhänge. Ja? Warum nennt man das Produktsprache? Naja, das ist eigentlich angelehnt an die Terminologie aus der Mathematik. Vielleicht tue ich das auch gerade nochmal versuchen zu zeigen. Wenn wir zum Beispiel nehmen L Kreuz L, so eine Schreibweise aus der Mathematik, was bedeutet die denn? Also, ich meine, sowas kennen Sie. Ich habe zum Beispiel sowas, eine Funktion f von L Kreuz R nach L. Was heißt denn das? Binde zwei Reelzahlen auf eine Reelzahl. Genau. Also, das heißt, das ist sowas wie z ist gleich f von x, y. Sowas, ja. F hat zwei Argumente und bildet ab auf einen Resultatwert. Wir könnten das übrigens auch anders schreiben. F von R2 nach L. Das ist das Gleiche. Ja? Also L kreuz R ist R2. Oder R3 kreuz R2. Was ist denn das? R5, R6? 5, jawohl. Warum? Ich meine, ist klar, hier habe ich einen Vektor der Länge 2, da habe ich einen Vektor der Länge, Länge 3, da Länge 2. Und die Funktion kriegt als Input diese beiden Vektoren und damit hat sie einen Vektor der Länge 5 als Input. Okay? So. Also, nochmal, hier haben wir so einen Vektor x1, x2, x3, da haben wir einen Vektor x4, x5 und damit kriegen wir am Ende einen fünfdimensionalen Raum. Und das ist hier jetzt, wo waren wir? Da, ganz ähnlich. Produktraum. Wenn ich jetzt in L1 habe ich ein Wort AB und in L2 habe ich ein Wort CDE. Dann kriege ich eben in dem Konkatenationsraum L1, L2, kriege ich dann das Wort AB, CDE. Und das ist ja ähnlich. Hier Länge 2, da Länge 3, dann kriegen wir Länge 5. Ja? Und dieses Produkt, woher kommt diese Anschauung, Produkt? Naja, das ist ja praktisch jedes Wort in L1 hier drin, kann ich verknüpfen mit jedem Wort in L2 und damit multipliziert sich natürlich die Zahl der Worte. Ja? Also wenn ich hier in L1 100 Worte drin habe und in L2 100 Worte, dann kann ich tatsächlich 100 mal 100, 10.000 Worte erzeugen. Okay. Also, merken wir uns, hier in der rechten Spalte steht überall ja bei den regulären Sprachen. Also die sind, haben lauter gute Eigenschaften. Okay, kommen wir zu den kontextfreien Sprachen, also Chomsky Typ 2. Die können nicht mehr von endlichen Automaten erkannt werden. Da brauchen wir dann Kellerautomaten. Werden wir dann später sehen bei den Automaten. Die meisten Programmiersprachen sind kontextfrei, ganz wichtig. Deswegen ist die Klasse der kontextfreien Sprachen für uns Informatiker immens wichtig. Also
In der Chomsky-Hierarchie sind wir eigentlich noch relativ weit unten. Ja, es geht los mit Typ 3, dann kommt Typ 2. Darüber haben wir dann noch Typ 1 und Typ 0. Ja, eigentlich würden wir natürlich gern noch mächtigere Sprachen benutzen. Aber, gehen wir gerade nochmal zurück hier auf diese Folie. Wir werden sehen, vor allem da oben beim Wortproblem, da kriegt man Schwierigkeiten. Da kriegen wir Probleme, wenn die Sprachen zu mächtig werden. Also bei Typ 0 wird hier Nein stehen, ist nicht mehr entscheidbar. Ja, und bei Typ 1 ist es nicht mehr effizient entscheidbar. Okay. Ja, klar, wir werden dann kontextfreie Grammatiken anschauen. Und die Produktionsregeln, die sind jetzt eben von dieser Form, also L-Pfeil R auf der linken Seite eine Variable und auf der rechten Seite beliebige Kombinationen aus Konstanten und Variablen. So. Ja, was werden wir jetzt tun? Wir werden jetzt in der Folge erst einmal uns anschauen. Ja, also unser nächstes größeres Ziel wird jetzt sein, das Wortproblem für kontextfreie Sprachen zu entscheiden. Unter anderem deswegen, weil wir ja Programmiersprachen haben, die kontextfreie Sprachen sind. Und, naja, und da brauchen wir irgendwelche Algorithmen. Wir brauchen einen Algorithmus, der mir gegeben ein Wort aus einer Sprache, der mir möglichst effizient entscheidet, gehört das Wort jetzt zu der Sprache oder nicht? Also beim Programmieren entspricht es genau der Frage, gegeben eine Datei, in der Sie Quellcode reinschreiben und jetzt will ich einen Algorithmus haben, der diesen Quellcode durchliest und hinterher sagt, ja oder nein. Also ja, gehört zur Sprache C zum Beispiel, oder nein, gehört nicht dazu. Ja. Und darauf wollen wir jetzt hinarbeiten. Und wir werden einen sehr schönen Algorithmus kennenlernen, den CYK-Algorithmus. Und der arbeitet auf einer speziellen Darstellung von kontextfreien Sprachen, nämlich auf der Chomsky-Normalform. Und die schauen wir uns jetzt an. Also, eine Grammatik liegt in Chomsky-Normalform vor, wenn alle Produktionen die Form A Pfeil Sigma, also Sigma ist jetzt ein Alphabetszeichen hier, also entweder die Form haben oder A Pfeil BC. Dass das kontextfrei ist, sehen wir sofort. Linke Seite steht nur eine Variable, ist kontextfrei. Aber wir schränken sehr stark ein. Wir schränken unsere Grammatikregeln ganz stark ein. Auf der rechten Seite darf nur noch eine Konstante stehen oder zwei Variablen. Wieder das gleiche Spiel. Wir machen theoretische Informatik und wir wollen, dass unsere Algorithmik, unsere Beweise möglichst einfach sind. Also versuchen wir, allen unnützen Ballast abzuwerfen und die Zahl der erlaubten Grammatikregeln so klein wie möglich zu halten. Okay. Ja. Genau, erste Konsequenz, die Syntaxbäume von solchen CNF-Grammatiken, die sind Binärbäume. Ja, warum denn? Hier, schauen Sie, wir haben eine zweifache Verzweigung. Die Variable A kann jetzt ersetzt werden durch zwei neue Variablen BC. Damit haben wir eine binäre Verzweigung und hier haben wir die Terminierung. Das ist alles. Was anderes gibt es nicht. Bei beliebigen kontextfreien Grammatiken, da sind dann natürlich auch solche Regeln erlaubt wie A, Pfeil, B, C, D, E und dann irgendwelche Konstanten da drin, F, G, beliebig. Wir können beliebig große Verzweigungen haben. Und das erlauben wir jetzt nicht mehr. Und das wird ganz wichtig sein für unseren CYK-Algorithmus später. Okay, und jetzt der Satz. Jede kontextfreie Sprache lässt sich in Chomsky-Normalform überführen.
Ja, und den Satz, den werden wir jetzt beweisen, indem wir, und zwar konstruktiv beweisen, und das ist immer am schönsten und am anschaulichsten, so konstruktive Beweise, weil dann versteht man sofort, warum, ganz anschaulich, warum der Satz gilt. Also, wir konstruieren uns jetzt ein Verfahren, mit dem wir eine beliebige, kontextfreie Grammatik in Chomsky-Normalform bringen können. Erster Schritt, Elimination der Epsilon-Regeln. Also für alle Regeln der Form Abfall Epsilon, die eliminieren wir. Ja, wie können wir die rauswerfen? Naja, ist eigentlich ganz simpel. Wenn ich irgendwo in meiner Grammatik eine Regel habe, die heißt A-Pfeil Epsilon, dann kann ich auf die eigentlich verzichten, indem ich, schauen Sie, wenn die Variable A auf der linken Seite irgendwo vorkommt, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder sie kommt nur auf der linken Seite vor, aber wenn sie nur auf der linken Seite vorkommt, muss es die Startvariable sein. Wenn es die Startvariable ist, dann kann ich die Regel gleich weglassen. Weil mit dem leeren Wort kann ich ohnehin nichts anfangen. Also brauchen wir nur noch den Fall betrachten, dass die Variable A auf der rechten Seite auch noch vorkommt. Jetzt habe ich eine andere Regel. B, Pfeil, oh, was weiß ich, C, klein b, groß A zum Beispiel. Wie kann ich jetzt diese Regel eliminieren? Indem ich einfach um das A weglasse. Hier? Ja. Oh nein, das ist gefährlich. Aber wenn es keine andere Regel gibt. Ja, langsam. Aber wir haben jetzt noch eine Regel A-Pfeil CA zum Beispiel auch noch. Ja? Und wir wollen nur die eliminieren. Nochmal? Wir kopieren einfach die zweite Zeile. Die kopieren. Also nochmal eine zweite und. Die schreiben wir nochmal hin. Ja. B, Pfeil, C, B, A. Jetzt steht sie nochmal da. Dann lassen wir das A weg. Hier. Sehr gut. Genau. Also wir nehmen die, kopieren sie und lassen das A weg. Und damit haben wir das Gleiche erreicht, wie wenn die Regel auch noch da steht. Also, sprich. Wir streichen die Regel jetzt durch und erzeugen diese Kopie hier. Sehr gut. Aber, ich meine, wir sind noch nicht fertig mit der Grammatik. Was fehlt uns jetzt noch? Ich muss überhaupt mal auf Klo. Ja. Naja, das B könnte ja die Startvariable sein. Da müssen wir aber auch noch aufpassen. So, das einmal nur nach C. Genau, die müssen wir auch noch kopieren. A, Pfeil, C. Das heißt, solche Regeln brauchen wir gar nicht. Und wenn wir sie haben, können wir sie so eliminieren. Ich glaube, es ist nicht mehr Aufwand eigentlich. Was heißt mehr Aufwand? Also ich habe jetzt ja eine Regel durch zwei eigentlich. Ja. Ich schaffe mir dadurch halt mehr Regeln. Ja, einen Tod müssen wir sterben. Ja? Ich meine, wir wollen jetzt ja, dass die Zahl der Konstrukte, die wir erlauben, in den Regeln verringert wird. Also sowas wollen wir verbieten. Und damit erhöhen wir natürlich die Zahl der Produktionsregeln, die in einer konkreten Grammatik drinstehen dann. Ganz klar. Ja? Ja. Okay, also das ist der erste Schritt. Wir eliminieren die Epsilon-Regeln. Der zweite Schritt, wir eliminieren Kettenregeln. Also solche Regeln der Form A, Pfeil B, die sind ja auch nicht mehr erlaubt. Erinnern wir uns, was ist denn erlaubt bei der Chomsky-Normalform? Es ist nur erlaubt, dass auf der rechten Seite eine Konstante steht oder zwei Variablen. Aber sowas ist nicht erlaubt. A, Pfeil B. Ja? Und naja, ich meine, die kann ich natürlich
nach dem gleichen Verfahren eliminieren. Ah ja, das machen wir jetzt mal schnell mit Wischtechnik hier. Das ist ja schnell passiert. Wir haben jetzt die Regel A-Pfeil. Jetzt nehmen wir nicht B, weil das hier vorkommt. Nehmen wir D. So. Und wir hatten ja ursprünglich, also bis hierher geht unsere Grammatik. Ja? Was müssen wir jetzt hier unten noch ergänzen? Das D dazufügen, ganz genau. D, D, und dann haben wir es. Genau, das steht ja auch schon hier. Schritt 3, Separation von Terminalzeichen. Ah ja, genau. Also das heißt, wenn ich zum Beispiel sowas habe, das ist ja auch nicht erlaubt bei Chomsky-Normalform. Wie kriegen wir das weg? Okay, das steht jetzt hier. Also so ein Terminalzeichen Sigma, das in Kombination mit anderen Symbolen auftaucht, wird durch ein neues Non-Terminal V Sigma ersetzt. Und die Menge der Produktion durch die Regel V Sigma, Pfeil Sigma ergänzt. Also, was machen wir hier? Also jetzt zum Beispiel diese Regel hier, die schmeißen wir raus und ersetzen sie durch, schreiben wir es vielleicht da hinten hin, A Pfeil V C A. Wir erfinden eine neue Variable und jetzt schreiben wir noch die weitere Regel hin. V C Pfeil C. Fertig. Ja, ja, da müssen wir es natürlich auch machen. Genau. Also können wir ja schnell hinschreiben. Also, das heißt, die streichen wir raus. Und nehmen die neue Regel B, Pfeil C, VB, A und VB nach B. So. Jawohl. Und was haben wir jetzt noch? Ah ja, genau, solche Regeln. Das ist eigentlich der wichtigste und vielleicht schwierigste Fall. Wenn wir jetzt so eine Regel haben, A-Pfeil, B1, B2 und so weiter bis Bn, mit vielen Variablen rechts. Das ist ja praktisch jetzt in unserem Syntaxbaum eine n-fache Verzweigung. Und wenn ich einen Baum habe mit einer n-fachen Verzweigung, den kann ich natürlich auch ersetzen durch einen Baum mit vielen binären Verzweigungen. Das ist die Idee. Das heißt, durch die Produktionen A-Pfeil AN-1BN, also wir erfinden hier jetzt eine neue Variable AN-1, damit haben wir hier eine binäre Verzweigung. Jetzt verzweigen wir das hier weiter in AN-2BN-1 und so weiter, bis wir dann am Ende bei B1, B2 landen. Okay, und jetzt schauen wir hier gerade nochmal ein ganz konkretes Beispiel an. Also wir nehmen jetzt diese Grammatik hier. Das ist eine Typ-2-Grammatik, kontextfrei, und wenden diese verschiedenen Schritte an. Also, das sind die Regeln. Und da kommen eben verschiedene Dinge vor, die nicht erlaubt sind. Das ist nicht erlaubt, das ist nicht erlaubt, das ist nicht erlaubt und das nicht. Ja. Die einzigen Regeln, die okay sind, sind die und die. Okay, erster Schritt, Epsilon-Elimination. Hier haben wir eine Epsilon-Regel, B-Pfeil Epsilon. Das heißt, alle Regeln, in denen B vorkommt, nämlich 1, 2, 3, die werden kopiert und das B rausgeschmissen. Schauen wir an, hier, da, das ist die erste Kopie von der Regel. Dann von der Regel haben wir hier die Kopie ohne B und von der Regel haben wir die Kopie ohne Groß-B. Okay. Jetzt haben wir praktisch diese neue Grammatik ohne Epsilon-Regeln. Und jetzt, was war der Schritt 2 nochmal? Elimination von Kettenregeln. Nö. Nö. Elimination von Konstanten. Oder? Ja, stimmt, genau, ist richtig. A-Pfeil B, wo haben wir denn hier eine Kettenregel? Achso, hier.
hier haben wir jetzt diese neue Kettenregel gekriegt. Oder? Sonst keine. Genau. Und was machen wir da jetzt? Naja, ich meine, wir haben ja jetzt S-Pfeil A und wir können natürlich dieses A hier ersetzen durch alles, was wir aus A erzeugen können. Das heißt, wir ersetzen diese eine Regel durch, also die rechte Seite durch die hier, ja, und durch die hier. Und damit können wir genau das Gleiche machen. Okay, und jetzt im nächsten Schritt ersetzen wir alle Regeln, in denen Konstanten auftauchen, auf der rechten Seite, durch neue Regeln mit entsprechenden Variablen. Also hier VAA und dann unten dran hängen wir eine Regel VA Pfeil A. Und wo haben wir, also die hier, da brauchen wir nichts, die sind natürlich erlaubt, aber hier zum Beispiel diese Regel ersetzen wir durch A-Pfeil VAA und ich meine, die haben wir ja schon. Und wo noch? Nirgends. Dann haben wir. Ja, ja, hier haben wir nur das B. Da brauchen wir dann natürlich eine neue Regel, also die hier, BVB und für VB. Ja. Okay. Jetzt müssen wir noch schauen, wo stehen mehr als zwei Variablen rechts und das ist eigentlich nur hier. Ja? Das heißt, diese Regel, da führen wir jetzt also eine neue Variable ein und zwar für dieses AB hier, den kompletten Anfang bis auf die letzte Variable ersetzen wir durch eine neue Variable und die heißt S2, also S-Pfeil S2A und dann S2-Pfeil AB. Damit haben wir wieder alles erreicht. Und jetzt sind wir fertig. Schauen Sie die Grammatik an. Die ist jetzt in Chomsky Normalform. Okay, gut. Ja, schauen wir uns vielleicht gerade noch zwei Ableitungen an. Und zwar, wir leiten ab das Wort AA, BB, AA. Mit der Originalgrammatik, ich will da nicht im Detail jeden Schritt anschauen. Der Syntaxbaum, der sieht so aus. Wenn wir das gleiche machen mit der Chomsky-Normalform-Grammatik, dann kriegen wir diesen Syntaxbaum und ich meine, das wissen wir ja schon. Der Syntaxbaum hat nur noch binäre Verzweigungen. Und ja, der einzige Unterschied ist, dass wir hier eine binäre Verzweigung haben und dann nochmal eine. Anstatt dass wir hier eine Dreifache haben. Das ist der einzige Unterschied. Ja, und ich meine, deswegen haben wir dieses Spiel jetzt auch gemacht, um nämlich auf binäre Syntaxbäume zu kommen. Weil dieser CYK-Algorithmus, der braucht es nämlich. Okay, ah ja, gut, sorry, hier noch kommt ein kurzer kleiner Einschub, nämlich kontextfreie Grammatiken, für die gibt es jetzt noch eine leicht modifizierte Syntax, um die Grammatiken zu beschreiben. Und das hat einen ganz einfachen Hintergrund. Wenn wir Grammatikregeln so mit solchen Pfeilen hinschreiben, dann haben wir, wenn wir das eingeben wollen in den Rechner, um zum Beispiel die Syntax der Sprache C zu beschreiben, es gibt leider auf der Tastatur kein Pfeilsymbol. Ja? So, und deswegen müssen wir uns irgendwie anders behelfen und bei der Backus-Naur-Form macht man das so, da wird der Pfeil einfach ersetzt durch Doppelpunkt, Doppelpunkt ist gleich. Das ist einfach die Syntax. Ja? Und der senkrechte Strich, den haben wir auf der Tastatur, das können wir auch hinschreiben. Das ist quasi die Backus-Naur-Syntax für das in der Originalsyntax. Ja? Dann haben wir noch eine weitere Möglichkeit, optionales Argument. Das ist quasi die Backus-Naur-Variante
für A-Pfeil R1, R3 und A-Pfeil R1, R2, R3. Ja? Okay, dann eine Wiederholung. Also A-Pfeil R1, dann in geschweiften Klammern R2 und R3. Das entspricht dieser Grammatik, also R1, B, R3 und dann B, B, R2. Sie sehen, da haben wir eine rekursive Regel. Das heißt, mit dieser Regel können wir an der Stelle beliebig viele R2s erzeugen. Und das kann man so abkürzen. Ja, das heißt, dieses Konstrukt bedeutet, an der Stelle können beliebig viele R2s stehen. Hier noch einmal ein Beispiel für eine ganz interessante kontextfreie Grammatik für arithmetische Terme. Ich meine, arithmetische Terme ist was, das wir tagtäglich benutzen, insbesondere bei Programmiersprachen. Wenn ich in einer Programmiersprache irgendwas hinschreibe, x ist gleich, und das, was da auf der rechten Seite steht, das sind arithmetische Terme. Ja? Also da könnte ja jetzt zum Beispiel stehen, f von x plus 4 mal 3 plus 1, irgendwie sowas. Ja? Das ist ein arithmetischer Term. Ja. Und hier habe ich jetzt eine einfache Syntax angegeben für arithmetische Terme, und zwar schön sauber nach unserer Definition. Also die Grammatik ist dieses Viertuppel. Hier haben wir die Grammatikvariablen. Da haben wir alle erlaubten Konstanten. Da Produktionsregeln kommen ja hier. Und als Startsymbol nehmen wir Term. Und ja, ich meine, wir sehen auch jetzt, denke ich, ziemlich schnell, dass wir solche Terme, das sind keine Typ 3, das ist keine Typ 3 Sprache mehr. Also die Sprache der Terme ist Typ 2 und nicht Typ 3, weil wir, ja, zum Beispiel, weil wir Klammerausdrücke haben. Ja? Ein Term ist nichts anderes oder kann sein, Klammer auf, Term, Klammer zu. Und wir wissen alle, dass sowas, also wenn da auf der rechten Seite steht, Klammer auf, x plus 4, Klammer zu, das mag unser Compiler gar nicht gern sehen. Ja? Klammern müssen balanciert sein. Das heißt, die Zahl der öffnenden Klammern hier muss exakt mit der Zahl der schließenden Klammern zusammenpassen. Und übrigens nicht nur die Anzahl, das hier wäre jetzt auch nicht schön. Ja? Da stimmt zwar die Anzahl, aber es passt trotzdem nicht. Ja? Okay, also wir wollen sogar noch mehr, als dass bloß die Anzahl stimmt. Das mit der Anzahl haben wir vorhin bewiesen, übrigens mit dem Pumping-Lemma. Erinnern Sie sich, die Sprache A hoch N, B hoch N, von dieser Sprache haben wir gezeigt, die ist Typ 2 und nicht Typ 3. Und A hoch N, B hoch N ist doch nichts anderes als Klammer auf hoch N, Klammer zu hoch N. Bloß, dass das andere Zeichen sind. Wir müssen gleich viel schließende Klammern wie öffnende Klammern haben. Und das geht einfach nur mit Typ 2. Okay, und hier ist die entsprechende Typ 2 Grammatik. Ein Term kann sein Term plus Term, Term minus Term und so weiter. Klammern kann eine Variable sein, kann eine Konstante sein. Variable kann sein x oder y. Ich meine, das ist jetzt natürlich stark vereinfacht. Da müsste man natürlich jetzt weitergehen und sagen, okay, eine Variable kann sein ein erlaubter Name, und ein Name muss mit einem Buchstaben beginnen und kann dann alphanumerisch weitergehen und so weiter. Das müsste man alles beschreiben. Konstanten sind bei mir hier A, B oder eine Zahl. Und eine Zahl kann sein Zahl, Ziffer. Das ist die Rekursion praktisch. Dadurch kann ich jetzt quasi beliebig viele Ziffern dranhängen an meine Zahl. Oder eine einzelne Ziffer ist die Terminierung. Und Ziffern ist eben das hier. Ich denke, das ist klar und selbsterklärend. Und
das Gleiche als BNF-Grammatik hingeschrieben, sieht halt so aus. Nur ein ganz klein bisschen eine andere Syntax. Und diese BNF-Grammatik, ja, die wird zum Beispiel interessant sein als Input für irgendwelche Parser oder Parser-Generatoren. Das werden wir auch demnächst noch besprechen. Und jetzt haben wir nochmal eine dritte unterschiedliche Syntax zum Beschreiben von kontextfreien Sprachen. Das sind Syntaxdiagramme. Auch das kennen Sie mit Sicherheit aus Büchern über Programmiersprachen. Also ich glaube zum Beispiel im Cunningham-Ritchie hinten drin ist ein paar Seiten, sind so Syntaxdiagramme über die Sprache C. Und das ist natürlich genau analog. Ein Term kann sein Term plus Term, Term minus Term oder Klammerterm, Klammer zu, Variable, Konstante. Eine Zahl kann eben bestehen aus mindestens einer Ziffer, gefolgt von beliebig vielen. Eine Ziffer kann eins von denen sein, Konstante, Variable. Ja. Diese drei Mechanismen sind alle äquivalent. Okay, gut. So, jetzt gibt es für kontextfreie Sprachen auch noch ein Pumping-Lemma. Das ich nicht genauer anschauen will aus Zeitgründen. Ja, schauen wir uns vielleicht dieses Bild kurz an, um das klar zu machen. Also, wir haben das Pumping-Lemma für Typ 3 Sprachen, für reguläre Sprachen gesehen. Da war es so, ich kann, wenn ich eine reguläre Sprache habe und die reguläre Sprache erlaubt Wörter, die länger als eine bestimmte Mindestlänge sind, dann gibt es immer so ein Mittelstück, das ich beliebig aufpumpen kann, also beliebig oft wiederholen kann. Bei kontextfreien Sprachen kann man das sogar noch komplexer machen. Ja? Da kann dieses Mittelstück aus zwei Teilen bestehen, also so ein Teil V und ein Teil X da hinten. Und die kann ich jetzt praktisch, ich kann diesen V da vorne beliebig oft wiederholen und den X da hinten auch nochmal. Ja? Und das ist auch irgendwie plausibel, weil die Typ 2 Sprachen, mit denen können wir ja solche Klammerausdrücke hinschreiben. Ja? Und Klammerausdrücke ist ja, also das ist ja im Prinzip so eine Klammer. Also das könnte jetzt eine öffnende und schließende Klammer sein. Und wenn ich eine öffnende und schließende Klammer erzeugen kann, dann kann ich auch beliebig viele entsprechend erzeugen. Okay, wie gesagt, ich lasse jetzt die Details weg. Ja. Und auch dieses Beispiel, wir schauen uns bloß an, was wir damit wieder machen können. Wir können dieses Pumping-Lemma wieder ganz ähnlich anwenden wie das für reguläre Sprachen. Und zwar, um zu beweisen, dass diese Sprache A hoch N, B hoch N, C hoch N, da haben wir ja drei solche Teile, wo gleich viel A's, B's und C's vorkommen müssen. Und die ist jetzt nicht mehr kontextfrei. Ja? Bei den kontextfreien, da kann ich ja praktisch so ein Klammerpaar. Aber jetzt, wenn quasi noch irgendwie eine dritte Art, die auch gleich oft vorkommen soll, das geht nicht mehr. Ja? Und dass diese Sprache nicht kontextfrei ist, dazu verwendet man dann das Pumping-Lemma für kontextfreie Sprachen. Okay, dieses Gegenbeispiel, das lasse ich jetzt weg. Ja, und jetzt wollen wir zu der Frage kommen, wie wir das Wortproblem für kontextfreie Sprachen beantworten. Ja? Und nochmal, das Wortproblem für kontextfreie Sprachen, das ist für uns Informatiker lebenswichtig. Ja? Weil wenn wir das Wortproblem nicht effizient lösen könnten, wären wir alle arbeitslos. Dann gäbe es nämlich keine Compiler. Ja? Und wenn es keine Compiler gäbe, ja, dann hätten wir ein Problem. Ja. Dann könnte man zwar programmieren, aber unsere Programme würden nicht auf dem Rechner irgendwie vernünftig ausgeführt werden. Wir müssten sie dann vielleicht von Hand auf Papier ausführen, so wie das der Alan Turing gemacht hat. Ja. Lochkarten.
Naja, ne, die Lochkarten helfen nichts. Ich habe übrigens das Programmieren gelernt mit Lochkarten. Ja. Ich habe Fortran programmiert, also meine erste Programmiersprache auf Lochkarten. Ja. Auf jede Lochkarte schreibt man mit so einem Lochkartenstand da drauf, eine Zeile passt da drauf. Ja. Also ein Fortran-Statement, eine Zeile Fortran-Code schreibe ich drauf. Und dann die nächste Zeile wird auf die nächste Lochkarte geschrieben und so weiter. Am Ende ist mein Programmchen so ein Stoß Lochkarten. Ja. Was weiß ich, wenn das 100 Zeilen hat, sind es 100 Lochkarten. Und wenn es halt 5000 Zeilen hat, dann ist es so ein Stapel Lochkarten. Und das tut man dann in eine Schachtel rein und dann geht man hoch zum Lochkartenleser. Das war ein schönes Erfolgserlebnis immer. Ja, erst einmal muss man eine Viertelstunde warten, weil da steht eine ganze lange Schlange Leute vor dem Lochkartenleser. Und irgendwann kommt man dran und dann legt man da seinen Stapel rein und dann rattert es so richtig, zieht es das da rein. Und dann hat er es eingelesen. Und dann kommt die spannende Phase, wo man warten darf, und zwar warten darf, was der CYK-Algorithmus macht mit meinem Lochkartenstapel. Ja? Weil es ist ja ein Fortran-Programm und da muss die Syntax gecheckt werden und das macht natürlich der Rechner irgendwie, vielleicht mit dem CYK-Algorithmus. Und wenn dieser Parser oder der CYK-Algorithmus am Ende Ja gesagt hat, das heißt, mein Programm ist ein syntaktisch korrektes Fortran-Programm, dann wieder eine Viertelstunde später stehe ich nämlich dann am Drucker und warte, was da rauskommt. Da kommt dann so ein Fetzen Papier raus, auf dem steht drauf, übrigens damals auf Deutsch, wir haben auf dem TR-440 programmiert, die Befehle, das war ein deutsches Betriebssystem, die Befehle hießen Übersetze, Binde, und so weiter. Also waren alles deutsche Ausdrücke. Und dann kam da halt auf Deutsch raus, Programm erfolgreich kompiliert. Ja? Also kein Syntax-Error drin. Also die Lochkarten sind nicht die Lösung. Ja? Aber es ist, ich kann übrigens sagen, das war für mich diese Lochkartenprogrammiererei, da habe ich schon was gelernt. Und zwar ganz am Anfang gleich bei meinen ersten Programmchen, so wie sie auch. Wer die ersten Programme schreibt, macht natürlich ganz viele Fehler und so weiter. Und das ist heute eigentlich schade, dass man es so komfortabel hat als Programmierer. Ja? Weil dann macht man sich nicht viel Gedanken, hackt irgendwas rein und merkt, oh ja, das geht nicht. Also hier abändern und da abändern. Am Ende entsteht der Wurst von Programmen, wo keiner mehr durchblickt. Gut, dann kommt irgendwann auch der Punkt, wo man sagt, weg mit dem Schrott, ich programmiere es nochmal neu. Ja? Wir haben uns sofort Gedanken gemacht, weil das hat mich immer eine Stunde gekostet, bis ich gewusst habe, ob da ein Syntax-Error drin ist. Ich musste aus dem Keller hochlaufen und warten und nochmal warten und so. Und da hat man sich gut überlegt, wenn man das ein paar Mal durchgemacht hat, was man denn da auf die Lochkarten drauf tippt. Okay, gut, zurück zu unserem Wortproblem für kontextfreie Sprachen. Ja? Also hier steht schon die Aussage, das ist entscheidbar. Entscheidbar heißt, es gibt einen Algorithmus, der nach endlicher Zeit das Wortproblem entscheidet und eine Antwort gibt. Und zwar mit dynamischer Programmierung. Hier kommt jetzt wieder so ein Stichwort, woher kennen wir das, dynamische Programmierung? PL1. Ich wüsste nicht, dass das bei PL1 oder Prolog irgendwo vorkommt. Jedenfalls nicht hier in der Vorlesung. Ich dachte, dynamische Programmierung war bei Prolog. Bei Prolog? Und zwar? Achso, das heißt, man ist hier. Genau, ja. Ja, das ist, ja, okay. Aber das heißt nicht dynamische Programmierung, ja? Sondern das sind eben selbstmodifizierende Programme. Woher kennen wir dynamische Programmierung? Ja, ist bloß die Frage, wo aus der KI? Aus Bitte? Aus Learning. Beim Reinforcement Learning kommt es irgendwo vor. Und zwar wo? Welcher Algorithmus ist ein Spezialfall von dynamischer Programmierung? Das war die Wertiteration.
Aber wir müssen gar nicht so weit zurückgehen im Studium, sondern vor ein paar Wochen haben wir hier in dieser Vorlesung, in diesem Raum, schon ein Beispiel für dynamische Programmierung gehabt. Das ist von Heiko. Ja, genau. Also bei dem Learning from Demonstration, was wir gemacht haben, da haben wir doch irgendwann das Problem gehabt, dass wir, wir haben mehrere Trajektorien, ja? Wir haben mehrere Trajektorien und wollen über die mitteln. Und dann kann ja das Problem auftreten, dass wir machen dem Roboter dreimal was vor und die Trajektoren sind nicht gleich lang. Die eine ist vielleicht 10 Sekunden lang und die andere 12 Sekunden und die nächste bloß 8 Sekunden. Und wenn wir über die jetzt ganz naiv mitteln, dann kriegen wir Chaos raus. Ja? Wir müssen die erst einmal strecken und stauchen, sodass die von der Länge her zusammenpassen, erstens. Aber es ging ja nicht nur um die Länge, sondern es ging quasi auch darum, dass gleiche Strukturen irgendwie aufeinander gemappt werden sollen. Ja? Und da haben wir ja, wie hieß das Verfahren denn? Dynamic Type Warping. Und das Dynamic kommt nämlich daher, dass man da einen Algorithmus der dynamischen Programmierung verwendet. Ja? Man könnte das auch naiv machen, aber wenn man das naiv machen würde, würde der Algorithmus wahnsinnig viel Rechenzeit brauchen. Ja? Weil der würde dann quasi alle Zuordnungen von Zeitpunkten der einen Trajektorie zu Zeitpunkten der anderen Trajektorie probieren und das wäre wahnsinnig aufwendig. Hingegen mit dieser dynamischen Programmierung geht es sehr effizient. Ja? Also wir haben dann, wenn die beiden Trajektorien, die eine hat die Länge n und die andere hat die Länge m, wenn wir das naiv machen würden, dann würden wir n mal m Rechenzeit kriegen, aber wir schaffen es in n plus m wesentlich effizienter, dadurch, dass wir dynamische Programmierung verwenden. Und ähnlich ist es hier auch. Wenn wir das naiv machen würden, dann hätten wir ein Rechenzeitproblem. Der CYK-Algorithmus, der löst dieses Problem, der macht es sehr effizient. Ah, okay, wir sollten so langsam Schluss machen. Also dann schauen wir heute den CYK nicht mehr an, aber ich möchte kurz mit Ihnen noch sprechen über die naive Variante. Wie könnten wir, ohne dass wir jetzt viele Tricks und ausgefuchste Algorithmen verwenden, das Wortproblem für so eine Typ-2-Grammatik lösen. Also, wir haben jetzt eine Grammatik, Startsymbol S, Pfeil A, A, B und dann haben wir A, Pfeil C, B, Groß C und C, Pfeil irgendwas. So eine Grammatik haben wir. So. Und das Wortproblem heißt, ich stelle jetzt vor, ein Wort C, B, B, A, C. Und jetzt will ich wissen, gehört dieses Wort, also ist dieses Wort ein Element von L von G? Die Frage will ich beantwortet haben. Also Fragezeichen. Also gegeben ist das Wort und gegeben ist die Grammatik. Wie könnten wir das jetzt ganz simpel entscheiden? Ja, ein bisschen genauer. Wie? Was probieren? Ich versuche, das Wort zusammenzubauen mit der gegebenen Grammatik. Ja, was heißt das, zusammenzubauen? Was tun wir? Was machen wir mit der Grammatik jetzt? Einsetzen, immer wieder. Was jetzt? Ableiten, einsetzen? Wir wenden die Regeln an. Also ist klar, das Startsymbol heißt S. Wir starten mit S. Wenden die erste Regel an. Fällt gleich raus. Weil das fängt ja mit A an und das Wort fängt mit C an.
Stimmt, ja. Also, okay, die Grammatik ist zu einfach. Wir brauchen nur ein paar weitere, noch 100 weitere Regeln. Ja? Und dann sieht man es nicht mehr auf den ersten Blick. Oder wir machen da halt nur A vorne dran. Also, wie machen wir das jetzt systematisch? Vor allem, wir müssen ja auch garantieren, dass wir nichts übersehen. Wir müssen für jede Variable alle möglichen Regeln anwenden. Genau. Wir müssen an jeder Stelle sicherstellen, also wir kriegen ja einen Suchbaum. Ja? Wir kriegen da jetzt, und das ist das Wichtige, wir kriegen einen exponentiell explodierenden Suchbaum. Ist ja klar, ich meine, wir haben da immer einen bestimmten Verzweigungsfaktor. Wenn wir jetzt, also vor allem wenn wir für eine Variable 5 Regeln haben, dann haben wir da natürlich an jeder Stelle, wo die Variable vorkommt, eine 5-fache Verzweigung. Ja? So, also wir kriegen einfach so einen Suchbaum und ich meine, das wissen wir aus KI, da können wir Breitensuche, Tiefensuche oder sonst was machen. Und wir können natürlich, wir wissen die Länge von dem Wort, das heißt, wir können eigentlich immer dann aufhören, wenn wir ein Wort haben, das diese Länge erreicht hat. Ja? Dadurch ist die Tiefe von dem Suchbaum irgendwo beschränkt, aber trotzdem, also quasi die Tiefe von dem Suchbaum ist die Länge von dem Wort. Ja? Die Zahl der Knoten im Suchbaum, die wächst exponentiell mit der Tiefe. Und das ist übel. Das heißt, die Rechenzeit von dem Algorithmus, der übrigens sehr gut funktioniert, wächst einfach exponentiell mit der Wortlänge. Und jetzt stellen wir uns vor, wir nehmen das als Syntax-Checker für unsere Programme. Und unsere Programme, die haben ja nicht bloß 5 Zeichen, sondern vielleicht 10.000 Zeichen. Das heißt, das wäre dann ein Baum der Tiefe 10.000. Und wenn der nur binär verzweigen würde, dann hätten wir 2 hoch 10.000 Rechenschritte. Und das können wir getrost vergessen. Ne? Das sind nämlich etwa 10 hoch 3.000. Zahlen mit 3.000 Nullen, Rechenoperationen, können wir vergessen. Niemals machbar. Also sprich, dieser naive Probieralgorithmus, zum Glück gibt es was Besseres, nämlich CYK mit dynamischer Programmierung. Und das ist wieder so ein Punkt, wo die dynamische Programmierung unseren Algorithmus viel, viel, viel effizienter macht. Ja? Ich meine, wir werden noch einen weiteren Beispiel kennenlernen, das Rucksackproblem später. Wenn wir das dann gemacht haben, dann werde ich einmal so eine Folie zeigen, wo ich die verschiedenen Algorithmen nochmal gegenüberstelle und wo wir dann vielleicht auch irgendwo sehen, aha, der Trick bei der dynamischen Programmierung ist der und so weiter. Okay, gut, aber jetzt beim nächsten Mal machen wir eben, wie gesagt, erstmal den CYK-Algorithmus. Und jetzt machen wir noch ein bisschen Pause.